Herzlich willkommen, crypto Freunde, Investoren und Newcomer. Was passiert auf dem Markt? Gut, ich werde jetzt nicht detailliert eingehen wie in den letzten beiden Videos. Da haben wir genug darüber geredet vom Crash und dass ihr euch entspannen sollt und all sowas. Ich möchte jetzt nicht wie so ein relaxter Hippie rüberkommen, der die ganze Zeit euch, <laughs> euch empfiehlt, euch zu relaxen. Wir haben ungefähr 30 weitere Milliarden verloren seit gestern. Bitcoin-Dominanz hat aber wieder ein bisschen zugenommen. Weil Bitcoin jetzt sich ein bisschen mehr gefangen hat, wohingegen die Altcoins ein bisschen gefallen sind. Das ist noch okay. Es ist noch alles im grünen Bereich. Wir flaggen gerade ein bisschen, ein bisschen seitlich. Auch, auch ein gutes Zeichen dafür. Ah, ich vertraue dem Braten aber noch nicht so ganz. Vielleicht kriegen wir noch einen kleinen Dip nach unten, bevor wir richtig nach oben losschießen können. Aber für mich sieht das alles noch super entspannt aus. Gehen wir mal einmal rüber zum Bitcoin Stark to Flow Model. Das Leute, wenn Leute neu da sind und sich fragen, was ist das jetzt genau, geht mal bei uns auf den Channel, auf Videos und dann sucht, sucht einfach Stock to flow model oder sonst irgendwas. Diese Videos, die habe ich schon präsentiert gehabt. Darum werde ich jetzt nicht genau eingeben, was, was das hier ist. Na gut, vielleicht, vielleicht doch ein kleines bisschen. Was wir hier sehen können ist, das hier ist jetzt diese Korrektur, die wir haben. Guck euch mal den kleinen Dip an. Der hat uns einfach nur wieder auf, auf die Bahn des Stock to flow models gesetzt. Das heißt, wir verhalten uns noch exakt so, wie der Stark to flow model es von uns verlangt. Hier der rote Bereich sagt, dass wir 1400 Tage entfernt sind vom, vom Harving. Und je, je mehr wir uns diesen, diese Änderungen der Farben hier haben, desto näher kommen wir dem Tag des Harvings. Und wenn wir hier sehen können, schaut euch das mal an: je näher wir dem Harving gekommen sind, hier im blauen Bereich, desto mehr ist der Preis gefallen. Und nach dem Halving schaut euch das an, boom, was passiert da? Der Preis steigt und steigt und steigt. Dann kommen wir dem Halving immer näher und der Preis fällt und fällt und fällt und fällt. Hier haben wir das Halving und nach dem Halving steigt und steigt und steigt und steigt. Das war 2017er Bullrun, das war 2013er Bullrun und dann fällt und fällt und fällt das und hier hatten wir das letzte Halving letztes Jahr. Oh, lass mich lügen, war das Mai, 11. Mai war das und jetzt steigt es wieder an. Und wie wir hier sehen können wenn wir hier so in diesen gelben oder, oder grünen Bereiche sind, haben wir meistens den Höhepunkt erreicht. Hier waren wir noch im Grün, das war aber kein Bullrun. Na gut, zu, der, zu dem Zeitpunkt ja, das war, das war 2011, das, da ist der Preis zwar gut gestiegen, aber das, wie, verglichen zu jetzt ist das kein Bullrun richtig gewesen. Das heißt, wir können erwarten, dass der Preis hier irgendwo steigt. Wo wären wir da? Stark-to-Flow-Model verrät uns bei 104.665. Wie wir hier sehen können, sind wir immer weiter drüber gekommen bei den Balance. Hier, schaut euch das an. Da hätten wir hinkommen sollen und da oben sind wir gelandet. Hier hätten wir hinkommen sollen und da oben sind wir gelandet. Was wird diesmal sein? Ich denke mal, wenn man, wenn man dem vertrauen darf, sollten wir eigentlich weit über 104.000 kommen. Vielleicht die Obergrenze, die wir uns gesetzt haben bei, bei Bitcoin. Bei ungefähr 100, äh, ein bisschen was über 120.000. Das war der orange markierte Bereich auf meinen Bitcoin-Charts. Der grün markierte Bereich, was ich auf jeden Fall sehe, sind über ähm, von 64.000 bis 88.000 pro Bitcoin. Aber gucken wir uns das mal an. Ich wollte euch das nur noch mal zeigen, was diese Korrektur hier ausgemacht hat. Das war dieser kleine Knick nach unten hier. Das, das ist der kleine Knick nach unten. Mehr ist das nicht, letztendlich. Darum. Nichts, worüber, worüber man äh, hier sich viel Gedanken machen sollte oder Panik bekommen sollte. Ich möchte nochmal auf eine Sache hier eingehen. Das war der Bitcoin-Preis, wann war das? 2011. Da waren wir bei einem Preis hier auf dem Höhepunkt von 35. 35 Dollar, nicht 1000, 35 Dollar. Hier unten waren wir bei nicht mal einen Cent, dann ging das hoch, hier fast auf einen Dollar und dann hat man auf einmal diese Explosion gehabt auf 35 Dollar. Was meint ihr, wie viele hier verkauft haben? Die haben hier für wenige Cents wahrscheinlich mehrere tausende Bitcoin besessen. <laughs> und die haben hierbei wahrscheinlich 34 verkauft, was den Markt komplett gedroppt hat. Und haben sich wahrscheinlich gut gefühlt. Vielleicht haben einige sogar nie wieder nachgekauft, haben sich, haben sich dann ein Auto gekauft oder sowas. Oder oder einige haben vielleicht wenige Cents da reingepackt gehabt. Und haben jetzt durch diesen Anschub so viel, so viel gehabt, dass sie sich ein paar Kästen Bier kaufen können. Und haben dann, haben dann gedacht, gut, ich habe keine Lust mehr auf diese Rumgespiele, mache ich nicht mehr mit. Dann ging es weiter und boom, was war hier los? Ein Jahr später passiert auf einmal sowas. Der Bitcoin-Preis steigt auf 238. Uff, da sind die, die hier ausgestiegen sind, haben es da bereut. Die haben gedacht: Oh Mann, hätte ich es doch bloß ein bisschen länger gehalten. Dann ging es weiter und oh, hier ist der Bullrun gewesen 2013. Da hat Bitcoin einen Preis von etwa 1150 erreicht. Schaut euch das mal an. Hier hätten einige verkauft schon bei 35. Die haben da wahrscheinlich geheult bei ungefähr 245. Was haben die dann gemacht, als das passiert ist? Am Weinen waren sie wahrscheinlich. Am Weinen, weil sie hier schon wahrscheinlich Multimillionäre geworden wären. Da ging das Ganze aber weiter. Ha, es sinkt, es sinkt. Die haben sich erhofft, dass es weiter sinkt. Dann ist der Bitcoin-Kurs hier so gefallen, dass wir, dass wir schon unter diese 200 gekommen sind. Da haben sich wahrscheinlich einige gefreut, dachten, hey, jetzt kann ich wieder einsteigen. Wir sind hier vielleicht wieder eingestiegen und haben einen guten Einstieg bekommen. Der Preis steigt wieder und steigt. Oh, was ist denn hier passiert? Was denn hier passiert? Was denn dort passiert? Das war dann der 2017er Bullrun. Und das kleine Ding da, was man nicht mehr sehen kann da unten, das waren die 35 Dollar pro Bitcoin. Das waren die 200 noch was pro Bitcoin. Und das war der 2013er Bullrun mit 1150. Dann hat man gehalten, gehalten, gehalten. Die Preise sind echt tief unten gewesen. Es ist leicht gestiegen und dann auf einmal Peng. Hoch auf 20.000. Was haben die gemacht, die hier bei wenigen Cent verkauft hatten? Die jetzt das da sehen. Oder die jetzt das da gesehen haben? Ja, die werden wahrscheinlich jetzt schon Multimilliardäre. Es hat aber nicht aufgehört 2017. Es ging weiter und weiter und weiter. Und jetzt haben wir 2021. Das da dieses kleine kleine Pickelchen hier unten. Das war der 2013er Bullrun. Das war der 2017er Bullrun. Hier sind wir jetzt. Irgendwann wird das hier spätestens im nächsten Bullrun so aussehen wie das hier dann wird dieser Bullrun wahrscheinlich so klein wirken wie der hier. Das heißt Leute, die in Bitcoin investiert haben. Langfristiges Halten lohnt sich manchmal. Wenn man kein Profitrader ist, wenn man, wenn man, wenn man sagt, ich habe Angst davor und ich weiß nicht genau, ich verliere vielleicht mehr. Manchmal ist Halten für, für solche Menschen gar nicht mal so schlecht. Weil guckt euch das mal an, was für ein Potenzial man hat. Stellt euch mal vor, gut, was hat man gemacht? Die Leute wurden hier ausgelacht. Die haben mit, mit was weiß ich, die kamen in eine Bitcoin-Community und haben 50 Bitcoin geschenkt bekommen. Stellt euch mal vor, 50 Bitcoin. <laughs> die haben es einfach geschenkt bekommen, als sie damals in ein Forum oder eine Community reingekommen sind, eine Bitcoin-Community, weil das so wenige Cents wert waren. Und jetzt, jetzt kriegst du einen Bitcoin für... Der ja, aktuell, aktuell jetzt weniger, aber beim All-Time-High waren wir für 65.000. Jetzt sind wir bei, bei ca. 49.000, 50.000. Aber ihr wisst, was ich meine. Verrückt. Das heißt, die, die sagen, oh, ich traue das Ganze nicht, ich kann dieses Trade nicht, ich möchte nicht und hochkaufen, tief verkaufen Woher soll ich wissen, wenn ich hier kaufe, dass das der Tiefpunkt ist und dass sich nicht direkt dreht und ich dann, ich dann alles verpasst habe wieder und, und, und ich kaufe dann hier oben und es fällt und, und ich muss dann so lange. Macht nichts, haltet einfach, weil ihr seht, was passiert. Ihr seht, was passiert. Und mit den ganzen, ganzen ähm, Anwendungen, die es jetzt gibt und, und Bitcoin, ich mag die Technologie nicht, die hinter Bitcoin steckt, weil ich, weil ich die zu ineffizient finde. Es interessiert aber nicht, ob ich sie mag oder nicht, im Vergleich zu anderen Kryptowährungen, meine ich. Es interessiert, was auf dem Markt passiert und es, es findet Anwendung. Und das ist, als, als Bitcoin wird als Wertspeicher benutzt. Und das ist das Interessante: Milliardäre stecken ihr Geld da rein, Millionäre stecken ihr Geld da rein. Als Geldanlage und als Geldspeicherungsmedium. Egal wie, ob ich Bitcoin mag oder nicht, der, der Wert wird steigen. Allerdings kann man mit den Altcoins mehr verdienen. Und wie man das kann. Mit, mit den Altcoins kannst du zigmal mehr verdienen als mit Bitcoin. Aber wenn du Angst hast und sagst, oh, ich, 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 ich will mein Geld einfach nur irgendwie irgendwo rein investieren und, und kein Traden, ja, dann ist Bitcoin eine ganz, ganz gute äh, Möglichkeit. Okay, Leute, ich möchte äh, weiter auf richtig interessante News. Schaut euch das an. Siemens. Siemens Bietet hier ähm, Studenten eine Masterarbeit an, dass man die Masterarbeit bei den Schreiben kann. Was, was ist der Aufhänger hier? Gestalten Sie die Zukunft mit uns. Die Welt steht nie still und jeden Tag kommen neue Herausforderungen hinzu. Unsere Leidenschaft ist es, den Status quo zu hinterfragen, Ideen zu liefern und die intelligente Vernetzung der Welt voranzutreiben. So ebnen wir den Weg für eine smarte Zukunft unserer Gesellschaft. Ob Technologie die den CO2-Ausstoß in reduzieren oder hyperintelligente Roboter. Wir stellen uns gemeinsam den wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit. Gestalten Sie die Zukunft mit uns. Gänsehaut. Ich wünschte, ich wäre noch in meiner Studentenzeit. Und, und würde meine Masterarbeit schreiben müssen. Gott, wie ich darauf gesprungen wäre auf diesen Zug. Mann, also jeder, der gerade studiert und sich das anguckt im Bereich Naturwissenschaften, Informatik äh, Erfahrung hat und affin ist mit, mit Programmiersprachen und all sowas. Mann, Leute, geht darauf, bewerbt euch. Ich ich hätte das so gerne gemacht damals. Naja, aber gut. Ich werde mal die Jobbeschreibung hier vorlesen, damit ihr, damit die, die noch zweifeln an der Blockchain Technologie, verstehen in welche Richtung das geht. Und Siemens ist nicht nur ein Weltkonzern, der das macht. Es gibt so viele. Ich kenne eigentlich keinen großen Konzern weltweit, egal in welcher Branche, die nicht in Blockchain investieren. Kenne ich nicht. Nenn mir mal, nennt mir mal einen, nicht. Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich kenne zurzeit keinen. Okay. Hören wir uns mal was, was, was hier in der Jobbeschreibung drin steht. Dein Wissen als Sprungbrett. Wie wäre es? Willst du Seite an Seite mit Profis und Experten die cleverste Lösung finden? Dann fertige bei uns deine Bachelor- oder Masterarbeit an. Wir helfen dir dabei, Wissen zu bündeln, Zusammenhänge zu beleuchten, Thesen zu formulieren. Du erhältst mit uns Einblick in vielfältige Bereiche und Prozesse. Eine Chance wie keine andere, um neue Wege in die Zukunft der Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung zu gehen. Ergreife sie jetzt. Wir setzen um, worauf es ankommt. Das ist dein Beitrag. Bist du engagiert und agierst gerne selbstständig? Neue Produkte und Systeme, insbesondere im Bereich der Digitalisierung, wecken dein Interesse und du findest dich schnell in einer neuen Technik zurecht? Dann bist du genau richtig bei uns und schreibst deine Abschlussarbeit bei uns. Im Rahmen deiner Abschlussarbeit sollen Methoden der Kombination von IoT-Sensoren und der Blockchain-Technologie untersucht werden. Erinnert ihr euch noch, wo ich euch das, äh, Mobi, äh, die Mobi-Initiative präsentiert habe? Das ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, wie IoTs und, und, und die Blockchain-Technologie äh, in Kombination äh, miteinander arbeiten könnten. So, wo geht's weiter hier? Basis deiner Arbeit ist eine eingehende Literaturrecherche zum Stand der Technik aktueller Blockchain-Implementierung für Embedded-Systeme. Im Zuge, der, Im Zuge dieser Arbeit sollen verschiedene bestehende Ansätze untersucht und verglichen werden, sowie eine prototypische Implementierung umgesetzt werden. Es besteht ein äh, enger Bezug zu Sensoren und eingebetteten Systemen. Hier wird nochmal gesagt, ähm, wer sich hier ähm, was, was erforderlich ist. Ähm, Informatik, Ingenieur und Naturwissenschaftsstudenten, die können sich natürlich freuen, die auch eine Affinität haben zu Embedded System und Softwareentwicklung. Man sollte hier Kenntnisse in der Programmiersprache Embedded C und C haben. Und jetzt kommt's: Du verfügst über erste Kenntnisse aus der Blockchain-Technologie, gegebenenfalls Iota. Oh, jemine, oh, jemine. Versteht ihr jetzt, warum ich, warum ich ähm, die Preise angege angegeben hatte in den letzten Videos zu IOTA? Da haben einige gesagt gehabt, oh, meinst du nicht, dass das zu hoch ist? Gut, in diesem Bullrun halte ich auch für, 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 für ich wollte gerade logisch sagen, ich halte das für realistisch, dass wir in diesem Bullrun sogar diese Zahlen erreichen werden, die ich euch da präsentiert habe. Aber da viele Newcomer da sind und auch viele äh, vielleicht, die schon länger am Markt sind, wissen das vielleicht auch nicht. IOTA ist Partner von Siemens. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, hält Siemens die meisten Patente, die äh, auf dem Iota-Protokoll geführt werden. Das ist mal eine Ansage, oder? Ähm, des Weiteren ist nicht nur Siemens, ich glaube, Iota arbeitet auch noch mit Bosch, mit VW, mit äh, Fu, Fujitsu zusammen äh, und vielen, vielen weiteren, weiteren Unternehmen auch noch und hilft sie bei der äh, Technologisierung. Was sagt uns das, Leute? Großkonzerne wollen immer mehr in Richtung Blockchain gehen, weil Blockchain die Zukunft ist. Natürlich, ähm, statt, statt eine Agentur zu bezahlen oder, oder einen Marktforscher, der, der für 200.000, 300.000 hier diese, diese Arbeiten macht, nimmt man einfach einen Studenten. Du hast, du hast einen Studenten, der seine Masterarbeit schreibt, der bemüht ist, eine gute Note zu bekommen, der sich den Hintern aufreißt, Tag und Nacht, damit er eventuell noch übernommen wird von der Firma. Und du musst dir nicht bezahlen. Was gibt es für eine bessere Arbeitskraft als ein Studenten? Und es ist leider so, wenn man seine Master- oder Bachelor-These schreibt, dann ist, dann ist das so. Man, man ist die günstigste und beste Arbeitskraft, die es gibt. Ähm, aber das ist wunderschön zu sehen, dass jetzt Großkonzerne auch offiziell hier, guck mal, man kann sich einfach bewerben. Ich könnte auf Bewerben drücken und mich jetzt bewerben. Wie, wie, wie krass ist das? Also in welche Richtung geht die Welt? Richtung Blockchain. Blockchain ist die Zukunft. Wer es nicht verstehen will und wer seinen Kopf immer noch in den Sand stecken möchte und, und äh, denkt, äh, die traditionellen äh, Technologien werden, werden so weitergeführt werden, wie, wie, sie es schon immer, äh, wie es schon immer passiert ist, vergisst es. es, wird, es die, diese ganze Welt wird tokenisiert werden. Wir, die Blockchain ist eine Revolution und sie wird kommen sie ist schon da und sie wird sich erweitern. So, so besser gesagt. So, was für News haben wir von Cardano? Übrigens, üblen, üblen Shoutout an meinen Freund Süleyman. Die drei News, die ich hier hatte, die, die ich euch hier präsentiere, die hat er mir alle geschickt. Er hat gesagt, guck, schau dir das mal an, der, der pumpt mich jeden Tag voll, schickt mir Nachrichten. sagt, guck mal, kannst du vielleicht darüber berichten. Er unterstützt mich hier richtig, ähm Richtig, richtig lieben Dank. Danke dir, Hast Du hilfst mir richtig damit aus, weil ich in der letzten Zeit nicht viel Zeit habe, selber so viel nachzurecherchieren. Nachts dann immer sitze und ist mir eine große Hilfe, dass du mich da immer unterstützt und mich immer vollpompst mit News. Danke dir. Okay, was ist, äh, was ist hier los gewesen? Ähm, die erste lizenzierte Bitcoin-geführte ähm, Casino-Betreiber, der, der nimmt jetzt Cardano als Zahlungsmittel an. Das wird hier nochmal gesagt. Die siebtgrößte äh, Kryptowährung nach Market Cap, nach Marktkapitalisierung, wird jetzt als Zahlungsmittel angenommen. Man muss aber allerdings ein Minimum an 15 Cardanos in, in den Casino einzahlen. Und man kann minimal 30 Cardano, ich sag immer Cardanos, ich sage mal, Cardanos, ich meine, natürlich den Token ADA. Und man kann 30 ADAS minimal abheben. Ak zu, zu den aktuellen Preisen entspricht es ungefähr 17 Dollar. Ja, der, der, ähm, wie war das hier? Der Direktor des Casinos, der, der freut sich hier und, und heißt die, die Cardano Community willkommen und er sagt, ihr könnt auf ein, auf einen Spaß, auf ein schnelles und ein faires Spiel könnt ihr erwarten. Ja, natürlich freut er sich, er bringt immer mehr, mehr Leute von der Cardano Community rein und, äh, Freut sich, dass die Menschen dann ihr Geld da lassen und verlieren und armer werden, als sie schon vorher waren. <laughs> Darum, Leute, denkt nicht, dass ich hier das Glücksspiel ne, fördern möchte. Ich bin komplett gegen Casinos, komplett gegen so, solche, solche, ja, solche Organisationen, die aufgrund der Sucht von Menschen ihr Geld verdienen wollen. Für mich sind das seelenlose Menschen, gewissenlose Menschen. Die an, an dem Leid eines anderen Geld verdienen möchten. Ja, klar kann man jetzt sagen, oh, jeder entscheidet selber, ob er da reingeht. Aber letztendlich hat er sich entschieden, ähm, vor allem durch die Sucht von Menschen, ähm, Geld zu verdienen, wo Familien kaputt gehen und all sowas. Und ja, klar entscheidet jeder selber, ob er dahin geht. Aber manchmal muss man nicht, muss man nicht der Mensch sein, der das anbietet, damit Menschen damit es Menschen schlechter geht. Weil durch ein Casino ist es selten passiert, dass es jemandem gut geht. Gut, das ist jetzt, das ist jetzt mehr, mehr Ethik und Philosophie. Das wollen wir hier auf dem Channel nicht. Ich musste nur kurz meine, 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 inneren, meine inneren Emotionen rauslassen, was, was, was dies betrifft. Nicht, dass jetzt irgendjemand kommt und sagt, hey, ich fördere hier Casinos. Auf keinen Fall. Okay, neben Cardano gibt es sechs weitere Zahlungsmittel: Bitcoin, Tron, Ethereum, Litecoin, Ripple XRP und Tether USDT. Super interessant, man kann also da reingehen und mit diesen Zahlungsmitteln ähm, dann seine Casino-Spielchen da machen. Ähm, Cardano wurde hier implementiert in, in das Nowplay, was es erleichtert, dass Bitcoin und weitere Altcoins als Zahlungsmittel oder es macht es leichter, die als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Und nach, laut diesem Bericht ist es das erste e commerce äh, Zahlungs-, ist die erste E-Commerce-Zahlungsplattform, die äh, den äh, digitalen Token ADA akzeptiert. Das heißt, wir finden hier auch in diese Richtung weitere Adoption von, von, ähm, von äh, Cardano und äh, können, uns, können uns auf jeden Fall erhoffen dass das auch dazu führt, dass der Preis eventuell steigt. So, was haben wir noch? Das fand ich richtig interessant. Die Deutsche Telekom Goes Blockchain. Hier sind die Details. Hier wird kurz erklärt, ja, wie, wie die Aktie gerade verläuft, dass sie auf 16%, 16 untergegangen ist nach der äh, Dividendenabschlag. Und hier wird erwähnt, doch der Konzern rüstet sich derzeit weiter für die Zukunft. Nun hat die Telekom in das weltweit, weltweite Blockchain Netzwerk Cello investiert und Cello Token gekauft. Cello bietet Finanzdienstleistungen per Smartphone an und will so ein Finanzsystem aufbauen über den eigene Investment, über den eigenen Investmentfonds, Telekom Innovation Pool hat die Telekom nun die Token gekauft. Der Konzern betreibt zudem die Infrastruktur für das Cello-Netzwerk und sorgt mit der Open Telekom Cloud für Sicherheit. Mit unserem Investment in, in Cello in Kombination mit der von äh, T-Systems betriebenen Infrastruktur verfolgen wir einen strategischen Ansatz für die Teilnahme am öffentlichen Blockchain-Netzwerk", sagt T-Systems- oder Telekom-Systems-Chef Adel Al Saleh. So unterstützen wir das Zillow-Netzwerk sowohl mit finanziellen Mitteln als auch mit unserer eigenen Cloud-Infrastruktur. Gleichzeitig erleichtern wir den Einstieg neuer Nutzerinnen und Nutzer und die Entwicklung von Anwendungsfällen auf Basis des Zillow-Netzwerks. Wir finden immer mehr Adoption. Großkonzerne gehen immer mehr Richtung Blockchain, wie wir jetzt bei Siemens auch gesehen haben. Und das ist nicht das Einzige, sei es pwc sei es bmw sei es renault sei es vw sei es, sei es größten banken der welt in jeglichen technologiebereichen ibm microsoft alles mögliche die jeder investiert in blockchain und baut es aus jeder großkonzern weil sie sehen und riechen dass das die zukunft ist wollen wir mal nur kurz gucken, ich, Zello war mir gar nicht bekannt, wenn ich ehrlich bin. Obwohl ich so lange auf dem Markt bin, habe hab ich halt nie in, in, in diese Richtung beschäftigt gehabt. Aber jetzt guck mal an, der Preis ist mal richtig gut angestiegen. Ne? Gehen wir mal drauf. Wie gesagt, ich habe mich noch nicht damit beschäftigt. Das finde ich auf jeden Fall schon mal gut. Maximum Supply 1 Milliarde. Das heißt, es werden nicht mehr als 1 Milliarden äh, Token gedruckt werden, was äh, inflationär wirken kann auf den Token. Es sind auch schon, der Total Supply sind eine, eine Milliarde auch zurzeit. Es sind aber nur 200 Millionen im Umlauf, knapp 20 Prozent. Das heißt, wir haben noch mächtig, mächtig Luft nach oben. Die Frage ist, wenn, wenn jetzt mehr Coins in den Umlauf kommen, wird, wird wahrscheinlich das ähm, Preis minder ein bisschen wirken. Aber wenn eine Anwendung kommen wird und solche Giganten wie Telekom anfangen, auch diesen Token zu nutzen, dann, dann sehe ich auf jeden Fall steigende Preise in Zukunft. Also langfristig gesehen. Sehr, sehr interessant. Wirklich. Okay Leute, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck geben, in welche Richtung dieser Markt geht. Und damit ihr euch jetzt wegen diesen kleinen Korrekturen oder wenn der Bärenmarkt kommt, nicht direkt so demotiviert seid und denkt, das hat keine Zukunft. Weil ihr schaut gerade nur auf die Preise der Tokens. Schaut, in welche Technologie ihr da rein investiert. Und das ist das Wichtigere. Weil die, die Nutzung dieser Technologie wird in Zukunft den Preis beeinflussen und den Preis extrem stabilisieren. Darum, jetzt ist noch alles abhängig von Bitcoin. Darum sage ich immer, es interessiert die Utility gerade nicht, weil die Utility gerade zu klein ist. Wir haben, wir haben Utility ist jetzt die Anwendung der Tokens die ist noch zu klein als das, als das bitcoin mit seinen, mit seinen dicken swaps die, die er macht die preise nicht beeinflussen könnte. bitcoin wale beziehungsweise je mehr anwendungen der altcoins wir in zukunft sehen werden je mehr adoption es, es geben wird desto stärker werden die coins desto stärker werden die marktkapitalisierung dieser coins und umso schwerer wird es durch, durch, durch einzelne personen große Einzahlungen zu tätigen, um den Preis ähm, zu manipulieren. Nach unten oder nach oben hin. Darum, Leute, ich wünsche euch erstmal noch einen wunderschönen Tag. Crypto Heroes Out.